Hallo zusammen, schönen Gruß vom Flugplatz. Herzlich willkommen vom Flugplatz in Stade. Ich treffe mich gleich mit dem Tobias, der ist Pilot und der wird mit mir einen kleinen Ausflug machen übers Wattenmeer, über Nordsee. Wir sind hier jetzt für das Zielfotomagazin Nordsee und der Tobias wird uns ein paar Tipps und Tricks geben zum Fotografieren in der Luft. Ich habe Höhenangst und mir wird in Flugzeugen schlecht, ich muss eine Tüte mitnehmen. Also ich schaue mal, ob er schon da ist. Tobias. Hallo Stefan. So, ich begrüße dich mal Corona-konform mit den Füßen. Hallo, willkommen in Stade. Ja, schön. Willst du ganz kurz den Zuschauern sagen, wer du bist? Ja, hallo, ich bin Tobias, Fotograf und Pilot. Und Norddeutscher, sehr wortkarg. Das hier, das ist unser Flugzeug. Genau, das ist unser heutiges Flugzeug. Wieso ist da offen? Da habe ich gerade geguckt, ob genug Öl drin ist. Ach so. Genau, damit wir nachher beim Fliegen auch keine roten Lampen im Cockpit anhaben. Ja. Genau, ein Motorsegler, eine Dimona, ein Flugzeug. Was ist ein Motorsegler? Ein Motorsegler ist ein Flugzeug, was die Vorteile vom Motorflugzeug und vom Segelflugzeug vereint. Also lange Spannweite und trotzdem Motor drin. Okay. Ja. Links haben wir die Flugkontrollinstrumente, rechts haben wir Motorkontrollinstrumente, da haben wir ein bisschen Navigation noch dabei, Funk, VOR, sprich damit uns auch die Tower-Leute sehen können und noch ein paar Sicherungen. Mhm. Und die ganzen Hebel würde ich dir einfach mal kurz erklären, damit du gleich im Flug auch ein bisschen weißt, warum sich was und wie bewegt. Okay, aber ich muss nachher nicht übernehmen können, ne? Nein, bitte nicht. Motor, sag nochmal ganz kurz, Motorsegler heißt, wir haben ja einen Propeller, wir können fliegen ganz und wir starten auch selbst, wir werden nicht hochgezogen oder sowas. Genau, also hochziehen ist nicht, wir haben einen Motor, der hat 100 PS, das reicht völlig aus, es gibt die Flugzeuge mit 60 und 80 PS, wir haben 100 PS, wir können eine Reisegeschwindigkeit von 160 km/h fliegen, also völlig ausreichend. Mhm. Wir können aber auch so langsam fliegen, dass wir für die Fotos nachher gegenüber dem Boden nicht zu schnell sind, haben also eine breite Range von Geschwindigkeiten. Ja. Wir haben hier zwei Fenster drin, rechts und links, sodass wir auch rausfotografieren können. Ah, sehr gut. Aha, das ist das, okay. Ganz wichtig, weil durch die Plexiglas-Haube... Ja, Klappe hoch will ich nicht haben. Nee, das geht nur einmal, ja. Muss ich noch irgendwas wissen? Wenn du ohnmächtig wirst, was mache ich dann? Bieten. Augen zu. Da habe ich keine Idee. Also, ich glaube, wer das erste Mal dann mitfliegt und noch nie vorher geflogen ist, der hat dann... keine Chance. Also wenn man ein paar Mal mitgeflogen ist und das Prozedere kennt mit Startlandung, dann hätte man noch eine Chance, was zu machen vielleicht. Aber ansonsten musst du dich voll auf mich verlassen. Okay, ja. Na gut. Wie ist das mit Brechtüte? Wo ist die? Ja, haben wir hier sogar unbenutzt. Wir nehmen die von Eurowings. Eurowings. Diese Folge ist nicht gesponsert von Eurowings. Also direkt vor dir in deinem Ich bin super empfindlich. Oder irgendwelche Tipps? Tipps? Ja, definitiv. Wenn du als Co-Pilot mitfliegst, guck dir die Landschaft an. Guck nicht stundenlang runter auf einen Punkt. Guck dir nicht die Karte an oder auf dein Display, sondern lass den Blick schweifen, dass dein Hirn die Bewegung, die du mitkriegst und das Auge, dass das übereinstimmt. Und wenn du quasi die Bewegung dreidimensional mitkriegst und guckst auf deine Karte, dann gibt's dann passt das nicht mehr zusammen. Wie beim Autofahren, nicht lesen, sondern rausgucken. Beim Fotografieren dann irgendwann auch mal wieder rausgucken und sich das wird ein Problem sein. Okay. Was bei Flugschülern unheimlich gut hilft, ich lasse die selber fliegen. Das musst du dann machen. Das machen wir heute nicht. Aber glaube ich, dass es hilft. Das hilft wirklich. Nicht beim ersten Mal. Aber. Ja. Also, fotografieren. Worauf muss ich achten? Also, natürlich musst du darauf achten, dass du kurze Verschlusszeiten hast. Mhm. Wir bewegen uns hier in der Luft. Ja. Und je schneller du bist, also gegenüber dem Boden, desto verkürzer muss die Verschlusszeit sein. Okay. Es ist teilweise schon so, dass du mit einer 500. Sekunde nicht mehr hinkommst. Aha, also von vornherein einstellen. Mindestverschlusszeit würde ich jetzt auf 800 stellen, dann bin ich safe. Ja, ich würde mir das Foto tatsächlich nochmal in der Luft angucken, weil wenn du gegenüber dem Boden sehr schnell bist, dann musst du auch mal teilweise über 1000, 1500 Sekunde sein. Ja gut, aber es ist ja hell, das geht ja. Wenn du Rückenwind hast,
da hast du irgendwie 50 km/h Rückenwind, mhm, dann fliegst du noch mit 100, hast du 150 km/h, mhm, wenn du tief bist, mhm, bist du natürlich, hast du zieht die Erde sehr viel schneller, als wenn du hoch bist. Und das muss man sich so ein bisschen ausprobieren. Also, mhm, lieber ein ISO hoch als verwackeltes Bild. Ja. Das ist da einfach, mhm, und dann wackelt das alles noch mal ein bisschen, wir drehen, mhm, uns und schon kann die Kameras dann teilweise auch nicht. Ja. Weil das sind andere Vibrationen hier drin als, mhm, am Boden. Das, mhm, ist ein härteres Schlagen auch von dem Propeller nachher. Mhm. Was man natürlich auf gar keinen Fall machen darf, dass man das Objektiv hier gegenlehnt, mhm, weil dann hast du Mikrovibrationen drin, ja, die das Objektiv, okay, nicht rauskriegt. Mhm. Das hast du keine Chance, ja, okay, dass du dann ein scharfes Bild nachher kriegst. Ja. Also lieber die Hand so dahin, mhm, legen und fühlen, wo bin ich dann eigentlich, mhm, auch, mhm, und die Kamera, und quasi, so, ja, okay, die Kamera quasi gegen die Hand lehnen oder halt so fotografieren, ne, dass ich quasi hier was drauflege. Dann würde ich tatsächlich. Die Gegenlichtstelle muss tatsächlich, ja, abgehen. Ne? Das ist nicht. Aha, ja. Und jetzt kann ich natürlich hier, jetzt fühle ich ja, wo ich bin. Genau, ich würde tatsächlich noch die Kamera weiter reinholen. Ja. Und genau, so die Position. Ja, mhm. Das würde ich machen. Und dann gucken im Bild, dass du so weit rein rausgehst, dass du den Grantchen nicht mit drauf hast. Guck mal, der ist manchmal mit im Bild. Ja, jetzt sehe ich ihn im Bild, okay. Genau, da muss man dann so ein bisschen, okay, ein bisschen mit aufpassen. Wenn ich jetzt nach unten will, dann muss ich sowieso ein bisschen zoomen, damit ich die Flügel... Genau. Okay, ich verstehe. Okay, also ich kann eigentlich so ein bisschen das schräg vorne nur fast. Ja. Sonst, okay, verstehe ich. Mhm. Ja, sehr gut, cool. Und Brennweite haben wir gesagt, es gibt nicht die richtige Brennweite. Ne? Je nach Situation kann alles richtig sein. Definitiv, ganz, mhm, genau, ganz genau. Hochkant, auch, mhm, ziemlich coole, mhm, Bilder. Einfach mal ein Landschaftsbild in Hochkant, mhm, weil du dann wirklich dieses breite Feld von wirklich am Boden, was da toll ist, mhm, bis hin zur Luft, weil es ist ja eine Luftaufnahme. Wenn ich dann kann ich auch eine Drohnenaufnahme machen, aber wenn du das mal machst, das, mhm, gibt es auch richtig schöne Bilder. So, du hattest gesagt, keine Filter und so weiter aufmachen, weil ja, wegen zerkratzen, ja, ist die Glas. Ja, ja. Ne? Ich nehme alles ab hier. Und dann Serienauslösung. Ja. Wirklich volle Lotte. Weil sowieso irgendwas verwackelt ist. Genau, dann von 5 Bildern sind 2 verwackelt. Bei dem einen ist hier dieses Ding noch mit drauf. Mhm. Da muss man wirklich ein paar Bilder machen. Ey, das ist einfach, okay, dass du da was, ja, was Gutes dabei hast. Ja. Und ein richtig knackiges Schärfe dabei. Mhm. Okay. Weil das sind Vibrationen, dafür sind die Kameras nicht gemacht. Nee, ist klar. Und das wirst du nachher merken, dass wenn du da die Hand raushältst, kannst du das wirklich merken, dass der Propellerschlag da richtig drauf geht? Aha, ich habe natürlich nicht nur wie beim Auto Luftzug, sondern ich habe natürlich auch noch den Propeller, der logisch. Genau, der muss ja noch mehr Luft nach hinten schaufeln, als, mhm, wir nach vorne fliegen. Mhm. Und deshalb auch keine Gegenlichtblenden. Also, mhm, wenn du Gegenlichtblende hast, dann bist du noch mal weiter nach innen und wenn du es, mhm, dann aushältst, bist du im Wind, der einen Schlag kriegt. Also, mhm, bringt das da quasi nichts. Da muss man dann leider darauf verzichten. Ja, cool. Ich glaube, dann bin ich so parat, wie ich halt sein kann. Ne? Also auf dem Flugplatz. Ja. Und wir fliegen quasi hierhin, diese Ecke, das gucken wir uns an. Bei Cuxhaven? Genau, okay. Bei Cuxhaven. Mhm. Wir haben vorhin darüber gesprochen, kannst du dich hier frei bewegen oder hast du irgendwie Korridore, in denen du... Oder wie, nee, also alle Farben haben gewisse Bedeutung. Zum, mhm, Beispiel Hamburg hier, mhm, ist ein Luftraum Charlie, ein Luftraum Delta nennt sich das. Da muss ich quasi eine Freigabe mir vorher holen. Mhm. Hier unten diese blauen, die roten Bereiche, da brauche ich auch spezielle Freigaben für. Mhm. Und so hat jedes Feld eine extra Bedeutung, was ich tun darf und was, mhm, ich nicht tun darf und, mhm, wo ich eventuell als Segelflugzeug auch rein darf und, mhm, wo eben auch nicht. Mhm. So, das Ding hier hinten bei Cuxhaven ist bei Nordholz eine militärische Kontrollzone. Mhm. Da müssen wir uns nachher auch melden, da dürfen wir nicht einfach durchfliegen. Okay. Sonst haben wir die. Mhm. Sonst kommt das ein Eurofighter. Ja. Kann passieren. Wenn du das einfach machst, da durchnagelst, dann, okay, ist es. Wie ist das mit Wetter? Wir haben jetzt Wetter gecheckt. Du hast ja wahrscheinlich nicht. Also wie machst du das? Ich habe eine spezielle Flugwetter-App, die ich quasi mir vorher angucke, die nochmal deutlich detailreicher ist als ein Fußgängerwetter. Mhm. Das sind nicht nur, das sind Wolken, sondern in welcher Höhe sind die Wolken, wie schnell ziehen sie. Natürlich, du hast natürlich inverse Luftschichten eventuell. Genau, okay. Welcher Bedeckungsgrad ist da? Da heißt nicht, da ist eine Wolke, sondern wie dick ist die Wolke, was hat sie für einen Typ? Also ist das eine Gewitterwolke, ist das eine Schichtwolke, ist das eine Cumuluswolke? Mhm. Und ich sehe, in welcher Höhe die ist und in welcher Höhe sie wieder endet. Okay. Das kann ich mir angucken, ja, und das stundengenau. Ja, und dann wahrscheinlich Wind auch sehr genau, ne? Wind sehr genau. Ja. Ich kann also am Boden den Wind sehen, in 10 Meter Höhe, in 400, mhm, Meter, in 1000 Meter und so weiter, dass ich auch die Windstaffelung sehen kann. Mhm. Und ich kann mir sogar für den Boden eine Böenkarte anzeigen lassen. Dass ich sagen kann, okay, was ist denn der maximale, mhm, Wind an der Position zu dem und dem Zeitpunkt? Das, okay, das checke ich natürlich vorher und gucke mir dann an, ob das... Wenn ich jetzt irgendwo hinfliege auf einem Flugplatz, wo der Wind dann 90 Grad zur Bahn kommt, mhm, und böig ist, dann will ich da nicht landen. Mhm. Sondern das macht er dann nicht. Ja, genau. Okay, klar, ich verstehe. Und für heute sieht das so aus, dass hier tatsächlich
sind wir genau hier in diesem Bereich nachher, ein Wolkenloch reinziehen soll, was eigentlich einen schönen Sonnenuntergang da hinten produzieren soll. Okay. Mit ein paar Wolken im Hintergrund, mhm. Ganz ohne ist ja auch nicht so schön. Nee. Und das erwarte ich noch, dass er halt noch genau. Kommt. Sieht noch nicht so danach aus, wenn ich es mir da angucke, aber nee. Überhaupt nur Stock und Steif, dass okay. Das so sein soll. Da sitzen Profis. Ja, ich hoffe es. Es hat schon sehr oft sehr gut funktioniert. Ja, okay. Genau, also die Kombination war jetzt eigentlich, dass wir gesagt haben, wir treffen uns heute, wo wir Ebbe haben gegen Abend. Genau. Das gehört natürlich auch dazu, sonst ist es ja langweilig. Und das Wetter muss einigermaßen passen. Und sonst müssen wir es halt nochmal versuchen. Genau. Wenn Hochwasser ist, dann siehst du vom Wattenmeer nichts mit Sonnenuntergang. Das ist einfach Wasser. Genau. Dann spiegelt nichts. Ja. Und zu weit nach Niedrigwasser ist auch wieder nicht gut. Dann sind Bereiche trocken, die reflektieren dann nicht mehr. Mhm. Und so muss man gucken, dass es vielleicht auf der Hälfte zwischen Hoch- und Niedrigwasser ist. Da sieht es eigentlich ganz gut aus. Okay. Ja, bin gespannt. Bin wirklich gespannt. Ich bin noch nie so mit sowas geflogen. Ich bin immer noch nervös. Auf den Tobias aufmerksam geworden bin ich beim Zielfoto Award. Da hat er ein super cooles Bild von einem Segelflieger reingepackt und habe ich ihn kontaktiert. Tobias, du machst Segelflieger-Fotokalender. Ganz genau, Segelflugzeuge in der Luft, da wo sie eigentlich hingehören. Ganz genau, das ist das Besondere daran. So wie der Chris Kauler. Tiere in ihrem urbanen Habitat, Segelflieger in der Luft. Ganz genau. Du hast einen Kalender mitgebracht, zeig doch mal ganz kurz. Ganz genau, einen schönen großen Kalender. Titelbild habe ich aufgenommen in den französischen Alpen. Mhm. Und mal zu sehen, wo wir heute hinwollen. Das ist Wattenmeer bei Cuxhaven mit einer Insel. Und ganz toll, fast mein Lieblingsbild aus dem Kalender hier. Da werde ich mal ganz nach hinten in den Dezember. Auch da hinten aufgenommen, Wilhelmshaven. Moment, der Englisch stimmt doch hier nicht. Der fliegt auf dem Kopf, ne? Der fliegt eigentlich auf dem Kopf, genau. kann man damit Looping machen mit dem Segelflieger? Quasi? Ja, problemlos. Problemlos, Alter. Also können tun das alle, zugelassen sind nicht alle. Okay. Also der darf alles, der darf noch viel mehr als Looping, der darf auch Rolle und sowas, also der darf tatsächlich ziemlich viel, ist ein Bekannter von mir aus dem Studium, guter Freund und der hat tatsächlich gar... Da bist du super nah dran, ne? Also ist ja Weitwinkel. Ja, das sind irgendwie um die 30 mm APS-C und ich bin ungefähr 10 Meter dahinter. Also das war tatsächlich auch einer der Flüge, wo ich am Boden noch lange da stand und dachte... Und ich konnte kaum sprechen, weil ich so voller Adrenalin war in dem Moment. Aber das sind die Fotos dann halt auch wert. Ja, das ist natürlich auch echt ein geiles Foto. Ja. Ja, sehr cool. Den Kalender kann man käuflich erwerben. Ich verlinke den Tobias und die Webseite mit den Kalendern. Berühmte letzte Worte, jetzt geht's los. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Ich bin aufgeregt.
Alter, das war so abgefahren. Das war so abgefahren. So ein geiler Sonnenuntergang. Also Highlight. Also wirklich eins der ganz großen Highlights meines Lebens. Und vor allem heil wieder runtergekommen. Auch das freut mich. Danke, du. Auch das freut mich. Gerne. So. Also der erste Tipp ist warm anziehen. Er hat gesagt, es hat eine Heizung. Es hat eine Heizung, aber wir haben natürlich das Fenster offen. Also es war kalt. Mega cool. Ganz kurz zum Fotografieren. Was ich total nie geglaubt hätte, war total schwierig. Das einzige wirklich Schwierige war, den Horizont gerade zu halten. Weil du hast mehr drauf, der Horizont muss gerade sein. Und das ist total schwierig, weil die Wasserwaage, sobald eine Kurve fliegt, geht die Wasserwaage nicht. Und ich liege schief, weil er fliegt eine Kurve und ich muss versuchen, gerade halten. Und das ändert sich auch noch andauernd. Also ich habe nachher einfach Serienbilder gemacht und die Kamera hin und her gedreht. Weil irgendwann ist es einigermaßen gerade, weil ich nicht zu viel wegschneiden will. Das war dann mal das eine. Dann Kommunikation ist auch total schwierig, weil ich gucke durch die Kamera, ich sehe nicht viel, die Sonne blendet. Und dann irgendwie, oh, da geile Insel oder geile Struktur oder so. Fahr mal nach rechts, links, hoch, runter. Nein, dreh dich. Ganz schwierig. Das hat aber total geholfen, dass unser Pilot halt selbst auch fotografiert. Und dadurch hat er häufig dann einfach das richtig gemacht quasi. Er hat quasi ein bisschen geguckt, was macht der Wiesner da. Und ist dann sich der entsprechend bewegt. Das hat natürlich geholfen. Also mein Tipp wäre, dass, wenn du sowas mal machen willst, von vornherein vorzusehen, dass du mehrfach fliegst. Weil das erste Mal fliegen, ausprobieren und so. Und Bilder angucken, sehen, was du alles falsch machst und dann nochmal gehen. Weil ich bin mir sicher, ich habe irgendwie alles falsch gemacht, was man machen kann. Ja, das gehört natürlich ein bisschen dazu. Und wir hatten jetzt einfach super Glück mit der Stimmung. Also das konnte gar nicht besser sein. Es war noch witzig, weil wir sind hier losgeflogen bei bewölktem Himmel. Und wir haben dann halt über Cuxhaven gesehen, da hinten links. Alles klar, also eine Insel quasi von Licht. Dann sind wir da rüber geflogen und konnten es da, also in so einem Luftloch quasi, wo die Sonne durchkam, da halt im Kreis geflogen, bis es dunkel wurde. Ich bin voll geflasht. Moin. Ich hoffe, das war inspirierend. Ich hoffe, das hat Lust gemacht, sowas auch mal zu machen. Nicht vergessen, sowas wo kann man sowas mieten? Oder eigentlich so, auf oder? Jedem Flugplatz. Kann man einfach mal hingehen, fragen, wenn die so einen Motorsegler da haben, dann kann man das da auch problemlos machen. Wenn man nett fragt, wenn jemand Lust hat und man das Benzin bezahlt und so, warum nicht? Ja. Genau. Genau. Dem Tobias, als Dankeschön, dass er mich runtergebracht hat, ihm auf Instagram folgen, beziehungsweise einen Kalender von ihm kaufen, wenn dir solche Fotos gefallen. Tobias, vielen, vielen Dank, dass du mich mitgenommen und heil runtergebracht hast. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, mir auch. Highlight meines Lebens. Schön, das freut mich. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.